Einen wunderschönen guten Tag, und zwar aus der bayerischen Landeshauptstadt, nämlich aus München. Diesen Abend muss der ICE 1128 noch bis nach Nürnberg gebracht werden. Bitte übernimm den Zug und lass die Fahrgäste am Bahnsteig zusteigen. Sobald die Abfahrtszeit erreicht ist, kann es losgehen. Und damit noch einmal hallo und herzlich willkommen hier im Train Simulator Classic. Wir sind heute unterwegs mit dem ICE, starten unsere Reise in München am Hauptbahnhof, werden dann unter anderem in Ingolstadt Hauptbahnhof noch einen Zwischenstopp einlegen und dann ja nonstop bis nach Nürnberg fahren. Und ja, wer aufmerksam war, hat schon gemerkt, wir fahren heute die gesamte Strecke von München über Ingolstadt bis nach Nürnberg. Und das heißt nämlich, die Strecke von RSSLO wurde erweitert, nämlich um den Schnellfahrstreckenteil zwischen Ingolstadt und Nürnberg. Und genau darauf bezieht sich das heutige Video. Aktuell hier die Strecke in der Preview-Version. Also sprich, die ist noch nicht ganz fertig. Da werden noch einige Modifikationen bzw. Änderungen stattfinden, bis die Strecke wirklich released wird. Unter anderem werden wir an einigen Bahnhofsschildern, abgesehen jetzt hier vom München Hauptbahnhof, teilweise noch keine Beziffungen oder Beschriftungen lesen können. Und genau, das ein oder andere Feature sollte sich auch noch auf der Strecke versteckt haben, was noch nicht ganz implementiert ist. Aber auf jeden Fall hier schon mal einen kleinen Überblick über die Landeshauptstadt München und besser gesagt den Bahnhof, denn ja, die Gebäude drumherum, die eben vom Hauptbahnhof aus nicht sichtbar sind, wurden wie immer nicht ausmodelliert. Ist auch einfach dahingehend besser, weil dann die Performance ja, für die meisten Rechner eben ja, doch etwas eher ausreicht. Und solange das eben für den Betriebsablauf, für das Spiel eigentlich unrelevant, unwichtig ist, stellt das auch kein Problem dar. So, die Türen an unserem Zug schließen sich schon, also müssen wir uns wirklich jetzt ein bisschen sputen und den Zug mal noch schnell aufrüsten. Die drei weißen Spitzenlichter an der Front habe ich noch schnell aktiviert. Dann Fahrtrichtungswende nach vorne. Mit Steuerung und Numpad Enter kann die PZB und mit Steuerung Numpad Plus kann die LZB aktiviert werden. Und ja, dann lösen wir die Zugbremse und können auch schon losbrausen. Langsam den Zug strecken und die Zugkraft weiter erhöhen. So, hier jetzt nicht wundern, keine Sorge, ich fahre hier nicht gegen HP0 an. Das haltzeigende Signal hier drüben, das gilt nicht für uns. Das ist für die Gleise hier rechts von uns gültig. Und genau, unser Hauptsignal finden wir quasi vorne, was HP2 zeigt. Und auch hier unten nicht wundern, das Signal ist nicht ausgegangen. Sonst wäre ja theoretisch das weiß-rot-weiße Mastschild für uns gültig. Aber das hat einen in dem Sinne jetzt einfach nur den Hintergrund, dass sich hier gerade der Blickwinkel verändert hat und dadurch, ja, zumindest in der aktuellen Version von dem Schotterzwerg oder von den Gleissperrsignalen, leider die Signalbilder nicht ganz so richtig sichtbar sind. So, für uns geht es erstmal hier aus dem weichen Bereich heraus und ja, dann flitzen wir eigentlich auch schon mit unserem Zug in Richtung Ingolstadt. So, noch ein bisschen Zugkraft hier aufschalten, dass wir in den Weichen gleich nicht hängen bleiben. Und dann gucken wir uns das Ganze nochmal von draußen an. Ja, der ICE schlängelt sich unter der Brücke hindurch. Und wir sehen schon, die Zuglänge, die macht es natürlich etwas mühsam, bis wir den Weichenbereich hier vollständig verlassen haben. Am Hauptsignal hinten sind wir schon vorbei. Und dann können wir genau auch auf die 40 schon rauf. Ingolstadt Hauptbahnhof folgt dann in rund 80 Kilometern, ist also noch ein Stückchen. So, damit wir es gleich etwas einfacher haben und ja, vor allem eben auch etwas genauer haben, können wir hier die 40 einstellen und dann hält uns der Zug durch die AFB auch automatisch die Geschwindigkeit. Wir sehen jetzt hier, wir fahren gerade in Anführungszeichen nur mit ca. 36 bis 37 km pro Stunde. Das hängt damit zusammen, weil die AFB bei dem Zug tatsächlich in der Simulation etwas ungenau ist. Allein schon deswegen, wenn jemand wirklich genau auf den Kilometerstrich fahren möchte, da empfiehlt sich dann auch wirklich das RSSLO-Display. Ich habe das hier nebenan stehen, da kann ich wirklich wunderbar und genau sehen, welche Geschwindigkeit der Zug wirklich fährt. Ich habe es jetzt nicht extra eingeblendet, einfach aus dem Grund, weil man hier sowieso in der Simulation den Tacho eigentlich direkt vor der Nase hat. Und ja, so ein bisschen was eben auch vom Bild verloren geht. Aber auf jeden Fall für diejenigen, die vielleicht mit der Anschaffung des Displays geliebäugelt haben,
An der Stelle nochmal der Hinweis, also gerade eben für so eine Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Ingolstadt und Nürnberg, wo man mit dem ICE3 unterwegs ist, da lohnt sich das auf jeden Fall. Optional natürlich auch für andere Szenarien. So, wir wollen jetzt aber mal die Geschwindigkeit hochziehen und zwar auf 120. Das könnte man normalerweise dann dem Fahrplan entnehmen, beziehungsweise natürlich auch der LF7-Tafel an der Strecke. Und dann fahren wir jetzt erstmal hier in Richtung Pasing, allerdings nicht bis nach Pasing hinein. So, solange wie der Zug hier nicht ins Schleudern kommt, können wir auch die Zugkraft erhöhen. Da gibt es keine Begrenzungen. Das ist einfach das Schöne am ICE3. Solange wir das Oberstromlimit nicht erreichen oder eben ins Schleudern kommen, können wir da voller Zugkraft aufschalten. Die 110 gelten für das Gleis rechts von uns. Und dann geht's hier raus aus der Landeshauptstadt. Ganz kurz vielleicht noch was zu den KI-Fahrzeugen. Zur Strecke mitgeliefert wird unter anderem der Taurus, die Baureihe 182. Und ich meine, mit der werden hier auch die Regionalverkehre zumindest im Spiel dann gefahren. Insgesamt gibt es bei der Erweiterungsversion der Strecke, also für den Streckenbereich von Ingolstadt nach Nürnberg, München natürlich mit inkludiert, das ist an der Stelle Voraussetzung, gibt es vier Szenarien, die zusätzlich nochmal mit hinzukommen. Und genau, die spielen eigentlich auch wirklich alle auf der gesamten Streckenlänge, zusätzlich zu den sowieso schon vorhandenen Szenarien, die ja für München Ingolstadt verfügbar waren. So, die 100 gelten dann hier vorne, ja, kurz vor der Unterführung, bevor es in den Gleisbogen hineingeht. Die haben wir jetzt auch schon auf dem Tacho. Ja, den Rest macht dann der Rollwiderstand. Ich ziehe mal die AFW jetzt runter auf 0, damit wir einfach wirklich aktuell die Höchstgeschwindigkeit ausfahren können. Weil wenn ich dann immer auf dem Display sehe, wie schnell wir eigentlich fahren, weil das ist nämlich wirklich viel größer und man kann einfach auch genauer sehen, wo der Tacho steht. Da weiß man immer so, okay, man fährt jetzt eigentlich 4 km/h zu langsam. Das ist immer so ein kleiner Anreiz, dann doch wirklich etwas genauer zu fahren und eben die AFB abzustellen. Genau, Pasing liegt jetzt in Fahrtrichtung links von uns. Wir zweigen quasi aus dem Gleisvorfeld des Münchner Hauptbahnhofs rechts raus, also in Richtung Norden und werden dann gleich hier in München-Allach unter anderem vorbeikommen, bei Krauss-Maffei. Genau, und Pasing ist dann hier vorne angesiedelt. So, aber für uns wieder zurück in den IC. Wir müssen hier den Fahrplan einhalten. Oder zumindest versuchen, den Fahrplan einzuhalten. Genau, hier rechts kann man dann ja, die Gleise in Richtung München-Leim befahren. Also insbesondere auch die Gütergleise. Und ab hier vorne dann gleich LZB. Genau, da kommen die 160. Ah, die kamen jetzt auch ein bisschen schnell, oder? Ja, die 160 gelten erst ab hier. Da hat wohl jemand in der Zuglänge nur einen Zugteil angegeben. Na gut. Zugkraftwähler direkt nach vorne. Das geht schon hoch auf die 200. Ein kleines Stückchen LZB haben wir hier schon. Allerdings, Ingolstadt München ist nicht vollständig mit LZB ausgerüstet. Und das werden wir dann auch später noch sehen. Wir werden dann nochmal entlassen. Und zwar in die PZB. Das ist dann auch der Streckenbereich, wo wir wirklich am aufmerksamsten sein müssen. Denn wenn wir da plötzlich ein HP0 in den Weg gestellt bekommen, beziehungsweise ja, halt erwarten, dann muss man schon ordentlich am Führerbremsventil ziehen. Das sollte man auf jeden Fall nicht außer Acht lassen. So, dann dürfte es auch gleich noch durch Dachau durchgehen. Ich bin mal gespannt, ob jetzt hier schon an den Bahnhöfen die Stationsnamen angeschrieben sind. Also ganz kurz, ne? Hier vorne Krauss-Maffei steht auch nochmal schön an den Werkshallen dran, beziehungsweise eben, ja, Siemens, wo die Vectron-Lokomotiven produziert werden aktuell. Und ja, hier vorne dann die Bahnsteige etc.
Es hat sich ja also ein bisschen hinter den Schallschutzwänden verborgen. Unter Menzing. Genau, und in der Übersicht können wir es, glaube ich, auch schon sehen. Ja, München Nord geht's da durch. So, und gerade eben hier Allach, Bahnsteig 1 und 2. Also von uns jetzt in Fahrtrichtung links gelegen ebenfalls wieder. Aber auch die müssen sich, ich glaube in Allach. Ja, ich meine, da ist eine Schaltschutzwand auch dazwischen gewesen. Sowieso, die, ich sage jetzt mal, HGV-Gleise, die wir hier befahren, die sind sowieso immer so ein bisschen von den Stationen abgegrenzt. Also man hat hier eigentlich nie den direkten Bahnsteigkontakt. Was eben auch aus der Höchstgeschwindigkeit von 200 km pro Stunde resultiert. Einfach weil die Sogwirkung eines Zuges, der am Bahnsteig entlang fährt, ja, mit zunehmender Geschwindigkeit steigt und man das den Fahrgästen nicht zumuten möchte und vor allem natürlich auch dem Betriebspersonal, was vorne im Zug sitzt. Weil wenn du mit 200 km/h an einem Bahnsteig vorbeifegst und irgendjemand mal wieder mit Kopfhörern, meinetwegen unmittelbar am Gleis eigentlich entlangläuft, also in dem schraffierten Gefahrenzonenbereich, der eigentlich nicht betreten werden soll, außer nach Stillstand des Zuges. Ja, wenn da einer drin herumtänzelt, nichts hört, am besten noch Noise-Canceling-Kopfhörer offen hat, ja, dann kann das teilweise sehr unangenehm fürs Betriebspersonal, als auch eben, ja, für den Fahrgast selbst werden. Und um sowas allein schon auch zu vermeiden, bringt das eben solche Vorteile, die Streckengleise nicht direkt am Bahnhof vorbeizuführen. Oder was gesagt, im Bahnhof ist es ja dann das durchgehende Hauptgleis in der Regel. Weil im Bahnhof ist in der Regel, oder im Bahnhofsbereich hat man keine Strecke. Da ist einfach jedes Gleis nutzbar. Aber im Streckengleis oder von Streckengleisen spricht man auf der freien Strecke. So, da kommt schon der Gegenzug. Ebenfalls ein ICE. Übrigens auch nicht wundern, wir werden heute tatsächlich nur ICE-3-Züge antreffen. Das hängt einfach so ein bisschen mit der, ja, ich sag mal, Rollmaterialauswahl zusammen. Ich meine nämlich, für die Strecke ist unter anderem bestimmt wieder das European Locker and Assets Pack Voraussetzung, beziehungsweise eben einfach die, ja, Züge, die halt als Standard-Rollmaterial im Train-Simulator sowieso gebraucht werden. Und ja, da ist einfach der ICE-3 das Standardrollmaterial, was man sich so ausgeguckt hat und was dann eben auch hier auf der Strecke öfters mit vorkommt. Unter anderem wird uns auch die Baureihe 101 begegnen und der Taurus, wie schon erwähnt. Die 101er hatten wir schon im Münchner Hauptbahnhof gesehen. Und ja, ansonsten, genau, Doppelstockzüge, die hier als quasi München-Nürnberg-Express auch teilweise verkehren sollen. Das ist nicht ganz so real, aber vielleicht ist das ja auch ein Fahrzeug, was RSSLO mal noch bringt. Würde mich auf jeden Fall reizen, gerade für die Strecke hier. Und ich bin vor allem gespannt, wie der Neubaustreckenabschnitt ausgeführt ist, weil, bisher kennen wir ja nur die, ich sag mal, alte Ausführung, die ja schon, ja, doch durchaus etwas in die Jahre gekommen ist. Und RSSLO hat es sich eben hier zur Aufgabe gemacht, quasi diese Strecke auch nochmal neu aufzulegen. Was ich auch sehr schön finde, oder was heißt sehr schön, es gab einige Kritik zur bisher bestehenden Strecke zwischen München und Ingolstadt, nämlich dass eben die Kurvenüberhöhung teilweise, ja, nicht richtig umgesetzt worden ist, was mir ehrlich gesagt beim letzten Mal, wo wir die Strecke befahren sind, gar nicht so wirklich aufgefallen ist. Auf jeden Fall ist eine neue Version dieser Strecke herausgekommen seitens RSSLOs. Die haben das Ganze quasi, ja, gepatcht, geupdatet, wie man es jetzt nennen möchte, und haben damit quasi an einigen Stellen die Kurvenüberhöhung korrigiert und das, naja, nach bestem Ermessen dann auch wieder umgesetzt. Also der Patch ist auch, glaube ich, sogar Voraussetzung für die Extension hier, weil auf jeden Fall sollte man die neueste Version der Strecke installieren und damit wäre dann eben wahrscheinlich auch die gepatchte Version halt gemeint. So, jetzt kommen wieder die altbekannten bunten Schaltschutzwände. Ich weiß nicht, ob wir dann schon in Petershausen sind.
Wir gucken gleich mal. So, 160er Ankündigung. Wir lassen erstmal fix den ICE hier durchflitzen und gucken dann rüber zum Bahnsteig. Ne, wir sind in Röhrmoos. Ja, Pfaffenhofen war noch ein Stückchen weit weg. Ich weiß auch gar nicht, ob in Pfaffenhofen noch LZB lag. Wir werden das sehen. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall müsste die LZB in ein paar Kilometern dann schon wieder aufhören. Wir haben jetzt erst nur noch 7 Kilometer, wo wir die 200 fahren können. Und dann geht sie da runter auf die 160. Und das würde natürlich auch naheliegen, wenn das vielleicht sogar schon der Punkt ist, an dem wir rausgeworfen werden. Aber die Kilometrierung habe ich von der Strecke nicht im Kopf, auch wenn ich die schon etwas öfters vor Augen hatte. So, jetzt machen wir es auch mal so, dass wir jetzt die AFB ganz nach vorne verlegen. Weil wenn wir jetzt gleich in die 160er Bremskurve reinkommen, dann können wir das den Zug schön machen lassen und den quasi, ja, die korrekte Bremsung nach LZB-Bremskurve durchführen lassen. Und da wir sowieso in der Simulation unendlich Energie haben und hier auch keine Energie verschwenden können, können wir den Zugkrafthebel noch etwas länger vorne lassen. Ich würde ihn jetzt mal wieder zurückziehen. Das Ganze ist nicht nötig. Jetzt hier unter LZB und AFB-Führung. Der Zug würde auch selbsttätig jetzt wirklich die Zugkraft verringern und dann eben, ja, geschmeidig reinbremsen. Das ist eben der Vorteil, wenn man die LZB in Kombination mit einer AFB betreibt. Dann, ja, wird dem Triebfahrzeugführer zu einem gewissen Grad ja, Arbeit abgenommen. Ja, so stellenweise sehen wir auch noch Hektometertafeln, wo 00 draufsteht. Wie schon erwähnt, die Strecke ist noch nicht vollständig fertig. Da wurde noch einiges herumgebastelt. Wobei, der Streckenabschnitt hier eigentlich Richtung Ingolstadt, der sollte das ja eigentlich nicht haben, ne? Der müsste ja eigentlich schon bis auf die Veränderungen und Updates komplett fertig sein. Vielleicht ist ja auch die Hektometertafel neu dazugekommen. Ich weiß es nicht. Müsste man auf jeden Fall mal beobachten. Aber auch da kann man freundlich den Hinweis an der RSSLO geben und dann sollte sich das auf jeden Fall noch fixen. So, die 160 haben wir drauf. Ich möchte nur gerade noch nicht, doch jetzt können wir raus. Ich wollte noch nicht raus, weil ich noch nicht gesehen hatte, ob jetzt wirklich LZB Ende gleich kommt. Und jetzt sind wir in Petershausen in Oberbayern. Das ist schon krass, wie lang der Zug ist, ne? Ach, jetzt kam das LZB-Ende natürlich. Ach schön, der löst... Nee, er löst nicht aus. Ja, das kommt davon. Wieder im falschen Moment rausgegangen. So. Und dann auf ein neues. Gespräch haben wir natürlich schon geführt. Das ging hier ganz schnell. So, und da kommen wir angebraust. Also, was heißt angebraust? Natürlich erstmal langsam losgerollt. Nicht zu vergessen, dass man sich hier auch noch befreien darf. Oder sollte. So, und dann sind wir doch, naja, relativ schnell wieder bei Höchstgeschwindigkeit. In dem Fall erst nur 160. Die stellen wir auch an der AFB direkt wieder ein. So.
Genau, und dann hier, wie gesagt, LZB-Ende. Ich habe es vor allem vorhin noch erwähnt. Und genau, wahrscheinlich dann 2, 3 Sekunden, nachdem wir rausgegangen sind, aus dem Führerraum, wird wahrscheinlich LZB-Ende aufgetaucht sein. Ich habe mir schön erstmal den Bahnhof angeschaut, beziehungsweise dann den ICE, wie er eben ja hinten hinterm Horizont verschwunden ist. Und da kam es dann direkt. Aber passiert halt. Das ist einfach so den Spielspaß, den so eine Simulation mit sich bringt. Vor allem hätte mich mir noch interessiert, wie lange denn wirklich dann, also wie viele Sekunden danach dann wirklich das LZB-Ende kam. Ich meine, gut, bei der nächsten Fahrt können wir es auf jeden Fall herausfinden, weil was dann, also nochmal werde ich das an der Stelle hier nicht vergessen, in Petershausen. Ich hab's noch gesagt, wirklich. Die 160 waren so eindeutig. Dann auch, es war mir einfach so im Kopf, dass hier das LZB-Ende kommt. Hätte ich es mal lieber nicht gemacht. Naja, beim nächsten Mal wissen wir es. Und das Gute ist ja auch, ja, auf einem echten Fahrzeug kann das nicht passieren. Da gibt es keine Außenkamera, die man hat, mit der man einfach mal durch die Welt fliegen kann, um sich Bahnhöfe anzuschauen. Also keine Sorge, wenn ihr irgendwo im ICE unterwegs seid oder in der Regionalbahn. Die Lokführer sind da immer definitiv bei der Sache. Jedenfalls nicht, was Drohnenperspektiven und Fahrzeugschau angeht. Ja, auch hier wieder, selbst bei 160, die als V-Max hier gelten, den nach außen verlagerten Bahnsteig. Reichertshausen. Keine Sorge, hier gibt es keine LZB-Hände. Das ist alles PZB geführt. Aber dennoch, da müssen wir erst auf die Signale gucken, bevor wir solche Sprenzen wieder machen, dass wir draußen in die Außenansicht fliegen. Weil ich habe auch gefühlt jedes Mal wirklich das Glück, immer wenn wir irgendwie in der Außenansicht sind, kommt irgendwas. Oder ich habe im letzten Moment vielleicht gerade noch ein Signal gesehen, was auf Gelb steht, dass wir noch reinbremsen können. Beziehungsweise vor allem halt die Wachsamkeitstaste drücken können. Aber ja. Wir können auch mal ruhig zwischenspeichern. So, da sehen wir nämlich auch, wie schnell wir hier auf der Strecke unterwegs sind. Wenn du dich erinnerst, zu Videoanfang waren es ungefähr 70 Kilometer, die wir noch bis Ingolstadt hatten. Und na gut, von Ingolstadt aus bis nach Nürnberg sind es dann on top auch nochmal 70, also um es genau zu machen, 77,5. Beziehungsweise nicht 77,5, 77,5 sind es von Ingolstadt Nord zum Abzweig Greifswald. Das ist einfach die Länge der Schnellfahrstrecke. Das habe ich noch im Kopf. Aber genau, also Ingolstadt Nürnberg, das dürften dann wahrscheinlich summa summarum 80 bis 83 Kilometer, irgendwie sowas in der Dreh sein. Wer möchte, kann ja dann gerne ab Ingolstadt nachrechnen. Mit den Hektometertafeln. Die sollten ja eigentlich stimmen. So, auch da vorne Fahrtankündigung und nichts, was die Geschwindigkeit einschränkt. Dann können wir nochmal ganz kurz in die Außenansicht springen und den ICE an uns vorbei brausen lassen. Hier jetzt. Ja, spürt man die Kurvenüberhöhung? Ah, jetzt ist sie leicht mit drinne. Oder? Also hier auf jeden Fall. Ja, hier sind die Bögen überhöht. Jetzt habe ich nicht gesehen, was am Signal dran stand, da aber kein Tausender kommt. Ja. Wird's nicht halt erwarten gewesen sein. Das ist natürlich in echt auch keine Möglichkeit. Wenn man ein Signal nicht gesehen hat oder nicht zweifelsfrei erkennen konnte, dann reicht es nicht, da einfach die Wachsamkeitstaste zu drücken und zu schauen, ob da ein 1000-Hertz-Leuchtmelder aufploppt,
sondern in so einem Fall dann immer vom Halt ausgehen und runterbremsen. Ganz klar. Ja, vielleicht ein bisschen noch was zum Zug. Wir haben heute hier die Baureihe 406. Normalerweise, ja, würde man das eben mit einem normalen ICE 3, ja, der eben hier als Sprinter eingesetzt wird, auch fahren. Allerdings eben als nicht mehr Systemvariante. Überwiegend sind halt hier die Züge unterwegs, die ganz normal, also nur innerdeutsch verkehren. Höchstgeschwindigkeit 330 km pro Stunde. In Deutschland wird allerdings maximal 300 mit den Zügen gefahren. Im französischen Ausland wurde 320 gefahren mit den Zügen. Mit anderen Worten, on top, die 10 km/h, die hat der Zug eigentlich nie so wirklich zu spüren bekommen. Auch wenn ihn die Bahn damals so geordert oder so bestellt hat. Aber diese Höchstgeschwindigkeit, na gut, die hätte er vielleicht in Frankreich auf anderen Strecken nutzen können. Also nicht auf der direkten Hochgeschwindigkeitsverbindung in Richtung Paris. Beispielsweise, jetzt muss ich überlegen. Ich meine doch Marseille. Marseille, Avignon, Lyon müsste mit, ja, auch mit 330 befahren werden können. Also hier spricht die LGV Rhône-Alpes oder Méditerranée. Oder Méditerranée, je nachdem, wie es genau ausgesprochen wird. Ich glaube, da waren 330 möglich. Also, wenn man den Zug da fahren lassen würde, dann kriegt man das bestimmt hin. Aber auch da muss man jetzt wieder das Ganze aus einer anderen Perspektive noch ein bisschen sehen. Auch wenn vielleicht streckenseitig 330 km pro Stunde gefahren werden könnten, heißt das noch nicht zwangsläufig, dass ein Zug mit dieser Geschwindigkeit auch verkehren kann. Auch wenn er diese Geschwindigkeit fahren könnte. Es hängt einfach damit zusammen, dass so eine Strecke ja auch unterschiedlich, ja, trassiert ist. Also sprich, Neigungsverhältnisse können sich da, ja, negativ auf die Höchstgeschwindigkeit bemerkbar machen. Es kann mit den Bremsmitteln, die am Zug vorhanden sind, zusammenhängen. Also sprich, wenn der Zug zum Beispiel seine WBs nicht nutzen darf, also die Wirbelstrombremsen, dann hat er zum Beispiel auch eine andere Höchstgeschwindigkeit. Wenn man jetzt aufgrund der Neigungsverhältnisse noch feststellt, oha, der Zug fährt an den und den Stellen bergab, hat keine Wirbelstrombremsen, ja, dann müssen wir da noch mal ein bisschen was von der Geschwindigkeit abziehen, um den Zug einfach jederzeit sicher zum Stehen bringen zu können. Und ja, so ungefähr, inklusive anderer Parameter, berechnet sich dann eben auch, ja, eine Höchstgeschwindigkeit auf der Strecke, die ein Zug eben fahren darf. Beim IC3, gut, an den Bremsmitteln, da scheitert es jetzt nicht, beziehungsweise auch nicht an den Bremsstellungen, die da irgendwie für Einschränkungen sorgen könnten. Der ist durchgängig, ja, mit einer schnellen Bremse angesteuert. In dem Fall müsste sie ja sogar EP sein, also elektropneumatisch. Da steht jetzt gar nichts am ICE außen dran. Auf jeden Fall elektrisch angesteuert. Und die Rückfallebene wird dann auch hier bestimmt wieder die Druckluft sein. So, alles grün. Davon darf man sich eben auch nicht verleiden lassen. Auch wenn hier viele, viele schöne grüne Signale einem entgegenfliegen. Es kann natürlich sein, dass irgendwo plötzlich HP0 bzw. VR0 auftaucht. Und dann sollte man eben im Hinterkopf behalten, dass man hier nicht mit 100 oder 120 angerollt kommt, sondern eben mit der maximal zulässigen Geschwindigkeit ohne Anzeigenführung oder ohne Führerstandssignalisierung, nämlich 160. Und bei 160 muss man mit einem Zug ordentlich in die Eisen gehen, damit der vom Signal zum Stehen kommt. Ich pflege ja auch immer gerne den Spruch, dass man zuerst stärker reinbremsen sollte und dann mehr oder weniger eben, ich sag mal, sichereren Geschwindigkeitsbereich nach und nach die Bremse wieder löst, sodass man vielleicht auch etwas langsamer an das Signal heranrollt, aber dennoch eben zur sicheren Seite geht und, ja, jederzeit eigentlich den Zug völlig unter Kontrolle hat.
Also wir können uns mal ganz kurz hinten reinsetzen. So schaut es übrigens aus, direkt hinter dem Führerstand. Es gibt hier die Option, dass der Lokführer alles sichtbar machen kann, so dass man eben durch die Scheibe hindurchschauen kann. Er kann allerdings auch den Milchglaseffekt aktivieren, so dass diese Scheibe quasi undurchsichtig wird. Und das wird eben dadurch erreicht, dass sich ja, Kristalle in dieser Scheibe befinden, die durch das Anlegen einer Spannung bzw. durch den Stromfluss dann ausgerichtet werden in einer bestimmten Position. Und ja, in dieser anderen Position ist diese Scheibe dann ja, undurchsichtig, so ähnlich wie man das vielleicht auch von ja, Toilettenscheiben kennt oder eben ja, aus diversen Badanlagen, wo man eben dann Milchglaseffekte in den Scheiben hat. Wobei da in der Regel der Effekt nicht wechselbar ist, aber ja, wie eben so eine alte Plexiglasscheibe zum Beispiel, durch die man nicht mehr so richtig durchschauen kann. Für diejenigen, die noch nicht im ICE auf diesen Plätzen gesessen haben. Das Coole ist eben auch beim ICE 3, dass es da überhaupt noch diese Möglichkeit gibt, genauso wie im ICET. Allerdings, ja, bei den Nachfolgezügen, also sprich ICE 4, ICE 3 Baureihe 407, 408, da fällt diese Möglichkeit überall weg, weil eben der Triebfahrzeugführer ja, sich wirklich in einer Kabine befindet, wo eben der Fahrgast gar keine Möglichkeit hat, durchzuschauen, beziehungsweise diverse Rechenschränke oder irgendwelche anderen Komponenten im Weg sind und einfach da auch den Blick nach vorne verhindern. Das Ganze hat sicherlich auch crashtechnische Hintergründe, dass man eben möchte, dass der Fahrgast nach Möglichkeit geschützt wird durch eben den ja, Stauraum oder beziehungsweise die Knautschzone, die sich dazwischen befindet. Und ja, dadurch gibt es eben nicht mehr diese Möglichkeit, dass man da direkt dem Lokführer bei der Arbeit zuschauen kann, wenn er das denn möchte oder wollte. Umso länger kann man sich eigentlich oder umso mehr kann man sich an den Effekten, die der ICET bzw. der ICE 3 zur Verfügung hat, erfreuen. Wenn denn mal ja, sich das ein oder andere Triebfahrzeugpersonal findet, was auch wirklich die Scheibe öffnet. Anfänglich war das so, dass auf den Strecken, wo hohe Geschwindigkeiten gefahren worden sind, dass da ja, wohl auch die Anweisung war, dass man eben immer diesen Milchglaseffekt abzuschalten hatte, damit eben der Fahrgast, der quasi da vorne drin saß, ja, wirklich dieses Hochgeschwindigkeitsfeeling auch genießen konnte. Das war so ein bisschen, ja, ich sag mal, Motivation oder sollte so ein bisschen auch die Begeisterung oder die Leidenschaft bei den Fahrgästen wecken. A, am System waren und B, natürlich auch für die Berufe, die sich eben in diesem Segment abspielen. Denn klar, wenn man, ich sag mal, hier hinten als kleiner Thomas oder kleine Lena gesessen hat und gesehen hat, wie der Zug da mit 300 km/h über eine Hochgeschwindigkeitsstrecke gefegt ist, dann hat das auf jeden Fall schon begeistert. Und so kann man sich natürlich auch für die Zukunft bestimmt den einen oder anderen ja, für den Beruf begeistern. Und leider ist es aber eben bei den neueren Zügen dann nicht mehr so möglich. Da hat man eben ja, als Fahrzeugpersonal auf der einen Seite leider, auf der anderen Seite ja, vielleicht auch bedauernswerterweise, auf der anderen Seite schönerweise nicht mehr so den direkten Fahrgastkontakt, weil ja, auf der einen Seite gibt es natürlich Fahrgäste, die den Bahnbetrieb vielleicht missinterpretieren und dann irgendwie Angst haben, wenn ein Triebfahrzeugführer zum Beispiel berechtigterweise, nämlich mit einem Befehl, an einem haltzeigenden Signal zum Beispiel vorbeifährt und geraten dann vielleicht in Panik, weil sie denken, ja, er hat das Signal übersehen oder er handelt gerade irgendwie falsch. Und auf der anderen Seite ja, gehen aber eben auch genau diese Eindrücke, die die Fahrgäste bekommen, halt irgendwo verloren, weil sie nicht mehr sehen, was dort vorne im Führerstand passiert. Und ja, vielleicht tut sich bei dem einen oder anderen Fahrgast auch die Unmut dadurch begründen, dass wenn ein Zug eben ja, Verspätung verursacht, sei es jetzt mal noch der eigene oder vielleicht auch gar nicht mal der eigene, und sie sich dann denken, ja, der Lokführer, der möchte nicht weiterfahren oder
der hat irgendetwas Besseres gerade zu tun, als den Zug zu fahren, dann würden sie eben auch genau sehen, dass genau auch der Lokführer da vorne am Handeln und am Walten ist und eben alles dafür gibt, den Zug irgendwie nach Möglichkeit noch pünktlich zu seiner Destination zu bringen. Weil ich denke mal, das, was sich dann so bei den Fahrgästen immer im Kopf abspielt, ist so ein Bild davon, dass der Triebfahrzeugführer da vorne im Führerraum sitzt und erstmal eine Kaffeepause macht oder irgendetwas. Und das ist aber halt oftmals gar nicht der Fall, weil der hat da vorne auch zuzusehen, dass er vielleicht Kontakt mit der Transportleitung, Verkehrsleitung, dem Stellwerk etc. hält, um eben dafür zu sorgen, dass dieser Zug wieder weiterfahren kann. So, jetzt aber erstmal wieder ein bisschen Konzentration. Wir fahren in Ingolstadt Hauptbahnhof ein. Ich merke auch gerade, dass die Bremsleistung unseres Zuges gefühlt gegen Null geht. Also normalerweise Bahnsteiganfang in Ingolstadt mit 100 wäre kein Problem. Wenn ich mir aber hier angucke, wie der Zug verzögert, nämlich gefühlt fast gar nicht. Ich ziehe mal einfach spaßeshalber kurz durch. Ja, da kommt auch nicht viel mehr. Okay. Also schon mit den 60 jetzt hier Bahnsteiganfang gleich. Mal gucken, ob das so aufgeht. Ich weiß nicht, ob das an dieser Doppeltraktion jetzt liegt. Irgendwie bremst er im hinteren Bereich auch nicht stärker mit der dynamischen Bremse. Was war denn das auch gerade? Da war kurz irgendwie für einen Moment die Bremskraft weg. Also keine Sorge, beim echten Zug passiert das nicht. Da gibt es sämtliche Rückfallebenen. Ich war jetzt doch schon sehr erstaunt, wie schlecht der ICE3 hier jedenfalls in der Simulation bremst. Also in echt ist der wirklich ein wahres Bremswunder, könnte man eigentlich sagen. Der bremst wunderbar, gerade mit den Wirbelstrombremsen. Da ist das überhaupt kein Problem. Aber so hier jetzt gerade die Bremskraft, sehr unangenehm, um es mal so zu sagen. Achso, und da drüben sehe ich auch noch was. Also hatte ich vorhin beim Rollmaterial gar nicht mit aufgezählt. Die 151 gibt es noch mit. Die kommt on top noch mit dazu. So, in Ingolstadt ist es ganz normal. Mit einem doppelten Dreier muss man eben fast bis ganz nach vorne fahren, damit alle Türen am Bahnsteig stehen. So, wir können mal ganz kurz gucken. Hinten ist es halt etwas, ja, in Anführungszeichen knapper mit dem Bahnsteigende. Aber das passt. Genau, die Fahrgäste können jetzt im gesamten Zug oder in beiden Zugteilen einsteigen und wir schauen uns mal ganz kurz Ingolstadt an. Ja, das typische Bahnhofsgebäude hier drüben, eben in dem roten Farbton gehalten. Da gibt es auch einen Bäcker drin, den ich sehr empfehlen kann. Ist immer mal gut für ein paar Snacks, wenn man die sich zwischendurch holen möchte. Hier drüben das Parkhaus. Dann, das müsste das Intercity Hotel sein hier. Bin ich auch schon drin gewesen. Hat man übrigens einen sehr, sehr schönen Blick, also zumindest von der Seite, über den Bahnhof. Da kann man sogar Züge draus fotografieren für die Transporter unter euch. Beziehungsweise, was ich auch sehr gerne mache, wenn ich irgendwo ja, in einem Bahnhof bin, was nahe der Gleise liegt, unabhängig davon, ob das jetzt Ingolstadt ist, ob das irgendeine andere Stadt ist oder vielleicht auch im Ausland. Wenn ich sowieso auf einem Zimmer bin und da irgendetwas esse, dann setze ich mich da wirklich sehr, sehr gerne auf den Balkon oder ans Fenster ran und ja, gucke dann den Verkehr so ein bisschen ja, während des Essens zu. Hat irgendwie so eine ganz beruhigende und entspannende Art. So, wir schauen mal ganz kurz. Die Abfahrt in Ingolstadt, ach so, ist erst für 17 Uhr geplant. Da haben wir noch ja, gut 3,5 Minuten. Da speichern wir mal ganz kurz zwischen und können hier jetzt auch in aller Ruhe uns mal den Bahnhof etwas genauer angucken. Ja, Ingolstadt hier, 7 Bahnsteiggleise, 7, 6, 5, 4,
3, 2 und 1. Güterbahnhof befindet sich hier drüben. Lokabstellplätze, ja, insbesondere hier hinten, da sind so Gleishafen. Schauen wir uns auch gleich noch an. Abrollberg gibt es hier vorne. Da wird dann in die unterschiedlichen Gruppen des Rangier- und Güterbahnhofs eingeteilt. Was tatsächlich hier hinten ist, kann ich jetzt so ohne weiteres gar nicht sagen. Auf jeden Fall hier genügend Platz für sämtliche Züge, die hier abgestellt werden. Gerade auch wenn da von Ingolstadt Nord irgendwas von Audi kommt, da gibt es hier genug Plätze. Den einen oder anderen Autozug sieht man hier auch öfters. Kesselwagenzüge, die Richtung Vohburg fahren, also die Bahnstrecke Richtung Regensburg. Genau, dann hier vorne, wie gesagt, Ablaufberge. Den Ablaufberg ist ja eigentlich nur ein Berg. Genau, hier unten werden auch gerne von der DB die Fahrzeuge abgestellt. Da sind dann auch hier entsprechend Hallengleise vorhanden. Die Gleise hier vorne, ja, sind doch des Öfteren vermietet, wenn man das so sieht. Also da stehen oft Lokomotiven von Privatbahnen drin. Und genau, hier hinten eben der Bereich, wo auch sehr gerne Lokomotiven abgestellt werden. Da sind die Gleise dann auch noch entsprechend unterteilt. Und das Lustige ist auch, ich glaube, das wurde jetzt aber hier nicht mit nachgebildet. Hier gibt es dann eben auch Weichen, die man per Knopfdruck bedienen kann. Da kann man sich dann quasi die, ja, die Fahranforderungen per Knopfdruck oder die Weichenlage per Knopfdruck holen. Genau, Tankstelle ist hier hinten mit eingebaut. An die erinnere ich mich jetzt aber irgendwie nicht. Kann sein, dass ich es verdrängt habe. Genau. Ja, dann rangiert man in der Regel halt hier bis hinter das Sperrsignal. Genau, wenn das niedrig stehende Lichtsperrsignal. Und dann, ja, kann man hier nach vorne fahren, sich den Zug abholen. Oder wo man halt auch immer hin möchte. So viel zu Ingolstadt. Ja, hier vorne geht es Richtung München raus. Da sind wir gerade hergekommen. Dann nach links wegzweigend, eben Richtung Vohburg, also unter anderem zur Raffinerie und auch weiter bis nach Regensburg. Die Argelis ist hier unterwegs im Regionalverkehr und bedient diese Strecke. Sie ist teilweise eingleisig, aber ja, brauche ich euch auch gar nicht erzählen, weil diejenigen, die hier eben auch aufmerksam zuschauen, die sind auch die Strecke schon mitgefahren. Die gibt es ja auch schon von RSSLO. Genau. So, wir fliegen mal wieder zurück zu unserem ICE. Der steht so herrenlos und seelenlos am Bahnsteig und möchte gerne in 30 Sekunden weiter bewegt werden in Richtung Nürnberg. Und jetzt kommt der eigentliche und richtig spannende Teil, nämlich ab Ingolstadt Nord fahren wir dann auf die Hochgeschwindigkeitsstrecke auf die Schnellfahrstrecke Ingolstadt-Nürnberg, nachdem wir dann eben, ja, den Audi-Tunnel zu Gesicht bekommen. Ab da beginnt dann das Hochgeschwindigkeitsabenteuer jenseits der 200, weil die hatten wir ja jetzt schon. So, der Schließauftrag kommt. So, virtuell haben wir unsere ZP9 schon bekommen und können aufbrechen. Ich merke auch gerade wirklich, der Fahrplan ist sehr entspannt gestaltet. 17.30 Uhr ist jetzt die Ankunft in Nürnberg geplant. Ja, also gut eine halbe Stunde. Die brauchen wir auch. Auch hier, Hebel können wir gerne wieder nach vorne legen. Ein Oberstromlimit, falls vorhanden, sollte man natürlich entsprechend konfigurieren. Ja genau, sowas findet man dann eben auf den echten Fahrzeugen, hier geht's nicht. Im Ebola, da ist unten dann immer angegeben in der Zusatzspalte, wo das Oberstromlimit der aktuellen Strecke, des aktuellen Streckenabschnitts liegt. Und ja, demnach ist dann halt auch zu konfigurieren. So, die Aufnahme, ja, erfolgt eigentlich dann erst, wenn der gesamte Zug über dem LZW-Linienleiter drüber ist. Aber hier geht es jetzt eben schon direkt.
So, dann machen wir das doch mal gleich etwas angenehmer. V-Sollsteuer direkt auf die 330 vorgezogen. Zugkraft bis aufs Maximum. Und ich meine, hier vorne auf der Brücke war dann eigentlich immer so die LZB-Aufnahme. Genau, jetzt gleich Ingolstadt Nord. Allerdings für uns als Fernverkehrszug kein Halt. Da sieht man eben auch sehr oft dann die Autozüge von Audi etc. Also schöne viele Karossen, um das mal so zu sagen. Sehr schön. Ja, an dem aktuellen Bild gibt es eine Sache, die noch nicht so richtig stimmt. Dem einen oder anderen ist es vielleicht auch aufgefallen. Hier steht natürlich normalerweise nicht Hauptbahnhof dran, sondern eben Ingolstadt Nord. Und hier auch sehr schön, das gefällt mir persönlich infrastrukturell sehr gut, dass man da die Übergangsschienen mit eingebaut hat, um eben den Übergang von der lockeren, geschotterten Fahrbahn, also vom normalen Betonoberbau, auf die feste Fahrbahn einzuleiten, damit eben da die Lastabtragung gleichmäßig geschieht. Und damit halt auch quasi das Gleis nicht so stark einsinkt. Oder beziehungsweise, dass der Übergang halt weicher gestaltet wird. Weil wenn der Zug einfach von dem ganz normalen geschotterten Oberbau auf die feste Fahrbahn übergehen würde, dann hätte man nach, sagen wir mal, ein paar Wochen allmählich einen kleinen spürbaren Ruck, der da immer einsetzen würde. Also wie einen kleinen Huckel kann man sich vorstellen, oder eine kleine Delle, die sich da ausbilden würde. Und dadurch, dass eben diese zusätzlichen Schienen mit eingearbeitet sind, ist dieser Bereich gewissermaßen versteift. Und dieser Huckel, den man dann da überfährt, oder diese Grube, wie kann man denn das ausdrücken? Der Übergang wird einfach fließender und angenehmer dadurch. Für die kurze Erklärung soll das so reichen. So, was ich hier auch sehe, da sind überall so kleine schwarze Felder an den Hektometertafeln dran. Wahrscheinlich kommen dann hier noch die orangefarbenen Marker der NBÜ-Markierung hinzu. An der Stelle auch noch eine kleine Epilepsiewarnung. Das flackert ja hier richtig komisch, fällt mir gerade auf. Na. So, Kabinenlicht mal noch einschalten, dass es hier angenehmer wird. Ja, das ist doch ein sehr monotoner Takt, sag ich mal, von der Beleuchtung, die hier an uns vorbeifliegt. So, 225 haben wir gleich. Laut Display gerade 221. Der Zug kommt auch gerade. Na, okay, gut. Liegt an der Steigung. Da ist es gerechtfertigt. Ich wollte gerade sagen, der Zug kommt allmählich nicht aus dem Knick heraus. So, hier vorne geht es gleich in den nächsten. Rechts und links türmt sich dann hier so ein bisschen die Strecke auf. Das schaut wirklich schön aus. Und der Wiedererkennungswert ist auf jeden Fall gegeben. Ich gucke auch gleich mal noch, auch wenn es mir schon so vorkommt, dass wir bereits auch hier im Tunnel eine Kurvenüberhöhung verbaut haben. Also man merkt einfach, wie im Gleisbogen der Zug sich schon ein bisschen einneigt. Ja, jetzt sehen wir es natürlich genau genommen nicht. Auch sehr schön. Bei der LZB, das LZB-Kabel unten ist wirklich auch physisch mit kleinen Klemmen am festen Oberbau festmontiert. Da hat man sich auch Mühe gegeben. So, jetzt geht es sowieso erstmal hier. Na gut, wir sind gerade im Bogen. Aus dem Bogen wieder raus. Jetzt geht es kurz über die Kuppe.
Ja, doch, der Zug, er neigt sich leicht ein. Jetzt macht das stärker. Ja, und am Bogenende stabilisiert er sich wieder und geht allmählich in eine, ja, in eine gerade Fläche über. Vielleicht ganz kurz noch was zu den Neigungsverhältnissen auf so einer Hochgeschwindigkeitsstrecke oder Schnellfahrstrecke. Normalerweise wird so eine, ja, zweispurige Trasse, zweigleisige Trasse dann so gebaut, dass man entweder die gesamte Trasse zu einer, ja, Richtung neigt, und zwar nicht die Schienen selbst. Die Schienen selbst sind quasi ja, losgelöst von dem, von der Trassenunterkonstruktion. Also der Oberbau, der ist in eine Richtung geneigt zum Beispiel, damit eben das Wasser einseitig abfließen kann. Oder so, dass man quasi in der Mitte den höchsten Punkt hat und nach rechts und nach links, ja, das Wasser eben entweichen kann. Kommt aber immer darauf an, wie das örtlich am besten ist, ob das zum Beispiel eine Hanglage ist, ob das, ja, was es überhaupt für ein Oberbau ist, ob es ein fester Oberbau ist, also eine feste Fahrbahn, ob das Schotteroberbau ist, etc. etc. Gibt so viele Faktoren, die damit reinspielen. Aber das soll jetzt auch keine ja, Infrastrukturplanungsveranstaltung hier werden. Was jetzt noch cool wäre, wenn wir den Sonic Boom hätten? Den Tunnelknall. Aber das wäre für so ein Spiel, für so eine Simulation, ja, eigentlich auch wieder so eine Sache, die eigentlich unnötig ist, ja. Man muss es einfach wirklich so sagen. Es wäre zwar echt ein lustiges Feature, wenn das kommen würde. Also dieser Sonic Boom Effekt, also einfach dieser Tunnelknall Effekt, der entsteht eben dadurch, dass Luftmassen, ja, im Tunnel verdrängt werden. Durch das Hineinfahren des Zuges wird die Luft ja im Tunnel komprimiert. Und ja, es sorgt eben für einen Knall an der Röhre, wenn dann der Tunnel ein- bzw. ausfährt. Es gibt sogar, das passt eigentlich auch zu dieser Strecke sehr gut dazu, Tunnelknalleffekte, die überdurchschnittlich laut waren. Und zwar sind ja natürlich nicht bei normalen standardisierten Fahrten aufgetreten, sondern eben bei Hochgeschwindigkeitsfahrten jenseits der 300. Denn gerade Ingolstadt-Nürnberg als Schnellfahrstrecke ist auch dafür berüchtigt, dass sie eben, ja, Testgebiet für Hochgeschwindigkeitsfahrten ist. Die Fahrdienstzeit entlang der Strecke ja, werden das wahrscheinlich auch öfters mal haben, dass da eben solche Testfahrten, Versuchsfahrten, Messfahrten, Hochtastfahrten etc. Angemeldet werden. Zack. Ja, hier ganz kurz Kinding, Altmühltal, ne? Auch wieder Außenbahnsteige. Ja, und eben bei diesen Versuchsfahrten, die jenseits der 300 km/h stattfinden, ist natürlich auch das, was an Luft in diesen Tunneln verdrängt wird, nochmal wesentlich höher. Und dadurch werden dann eben auch diese Tunnelknalleffekte noch lauter hörbar. Es soll wohl angeblich so sein, dass bei diesen Versuchsfahrten angeblich die Tunnelknalleffekte so laut waren, dass man sie teilweise in den Ortschaften sogar noch gehört hat. Also so viel zumindest aus der Erzählung eines, ja, Freundes, der an dieser Strecke wohnt. Der hat mir das mal so berichtet. Ob das wirklich der Fall ist, kann ich nicht sagen. Ich kann es, abgesehen von ihm, natürlich nicht nachprüfen, aber ich vertraue ihm da schon in der Hinsicht. Auf jeden Fall richtig schön, dass hier auch in den Tunneln die Beleuchtung mit drin ist, so wie man das auch in den echten Tunneln auch, oder in den echten Tunneln auch findet. Die ist auch wahlweise aktivierbar bzw. deaktivierbar. Genau, kommt immer drauf an, welche Stimmung eben im Tunnel herrschen soll. Nein, also es gibt auch Tunnel, wo die, ja, öfters mal ausgeschaltet ist. Aber gerade, ich denke mal, bei Wartungsarbeiten etc. Wird die vor allem immer genutzt. Bei kürzeren Tunneln könnte ich mir auch vorstellen, dass man es da nicht immer braucht. Gerade am Tage, da kommt durch die Tunnelportale eigentlich teilweise auch so viel Licht rein, dass es eigentlich überflüssig ist.
Beziehungsweise, ja, im Tunnel sieht man ja selbst sowieso nicht viel. Und muss eigentlich, unter LZB jedenfalls, auch gar nicht so viel sehen. Das ist auch immer wieder schön. Die Stelle, wo man aus dem Tunnel herausgeschossen kommt und man dann einfach sieht, wie sich ja, die Strecke gewissermaßen in ein Tal begibt, weil man dann quasi so ja, die Übersicht hat über eine richtige Rennbahn. Und es hat einfach was. Es hat wirklich einfach was, mit dem ICE-3 hier über diese Strecke hinweg zu brettern. Es ist einfach dieses Hochgeschwindigkeitsfeeling. Wirklich dieses Highspeed-Erlebnis von 300 Kilometern pro Stunde. Ich finde es einfach cool. Also, ich glaube, das ist auch so das, was viele am ICE so reizt. Einfach diese hohen Geschwindigkeiten, das Reisen auf Flughöhe Null, wie man gerne sagt. Das ist schon eine coole Sache. Als nächstes folgt dann übrigens der Bahnhof von Allersberg-Rotsee. Oder Allersberg am Rotsee. Und da haben wir noch, ja, aktuell sind es 43 Streckenkilometer, die wir noch vor uns haben. Ich meine, der kommt so 10, 20 Kilometer vor bzw. hinter Nürnberg. Kommt auf die Fahrtrichtung drauf an, aus welcher man das betrachtet. Kurz gesagt, liegt in einem Abstand von 10 bis 20 Kilometern zu Nürnberg. Ja, die Schnellfahrstrecke, vielleicht noch um so ein paar Zahlen, Daten, Fakten zu nennen, führt eben, ich hatte es vorhin schon erwähnt, von Ingolstadt Nord nach Nürnberg, genauer gesagt bis zum Abzweig Reichswald. Auf den gehen wir auch nachher nochmal ein bisschen näher ein, um da vielleicht ja, die ein oder andere Verwirrung aufzulösen oder Ungewissheit. Und genau, die Strecke wurde im Jahr 2006 eingeweiht und eröffnet. Ich glaube, zum Fahrplanwechsel wurde sie dann ja wirklich richtig planmäßig auch befahren von den Zügen. Die Einweihung hat am 13.05. stattgefunden und ja, die ersten Betriebe fanden dann eben ein paar Tage später statt. Der 13.05. war eben so der Tag, wo man quasi alles Mögliche auf dieser Strecke ja, einfach halt wirklich offiziell in Betrieb genommen hat, um das mal so zu sagen. Dann gab es auch auf der Strecke viele Hochgeschwindigkeits- oder ja, eigentlich besser gesagt, die Hochgeschwindigkeitsfahrt damals, nämlich mit dem Taurus. Der Taurus 3 war das, meine ich, der hier den Hochgeschwindigkeitsweltrekord für elektrisch angetriebene Lokomotiven aufgestellt hatte, im Bereich Radschiene, der mit 357, ich will nicht lügen, ich kann mir immer die Zahlen nicht merken, auf jeden Fall jenseits der 300 hier unterwegs gewesen ist. Dazu wurden auch viele Fahrzeuge aus anderen Ländern und historische Fahrzeuge in den Bahnhöfen entlang der Strecke aufgestellt, waren hier quasi zu Besuch. Die Hochgeschwindigkeitsfahrt fand während des regulären Betriebes auf der Strecke statt. Man hat hier also weder die Fahrtradspannung angehoben, noch irgendetwas konstruktiv an dieser Strecke verändert für diese Hochgeschwindigkeitsfahrt, für die Weltrekordfahrt. Und ja. Verbaut haben wir hier eine feste Fahrbahn. Wir haben 20 Promille Steigung auf der Strecke teilweise. Oder Neigungen von 20 Promille. Man hat sich hier für Tunnel auch in ja, eine Röhrenbauweise quasi entschieden. Also eine Röhre für zwei Gleise. Keine separierten Tunnel, wie das in den Streckenabschnitten der VDE, jetzt muss ich überlegen, 8.2 der Fall ist. Uiuiui. Uiuiui, also das muss man noch verändern. Der Bingo ICE. Wo war denn das gerade hier? Streckenkilometer 27. Ja. 27,8 ungefähr. Kurz vor Allersberg, um sich's zu merken. Wir machen das mal ganz kurz so. Zack. Kurz das Spiel pausiert. Und dann gehen wir mal vor in den Bahnhof. Nicht wundern, die Weichen laden jetzt hier einfach ein bisschen später nach.
Das wäre vielleicht auch noch so eine Sache, die man mal mit anführen könnte. Aber dass das jetzt hier nicht nachgeladen wird, liegt daran, weil ich das Spiel pausiert habe. Ich möchte ganz kurz die schnelle Durchfahrt hier im Bahnhof Adersberg-Rothsee haben. So. Und dann sieht man das Ganze jetzt mal aus Passagiersicht, wie so ein ICE doch durch den Bahnhof brettern kann. Zack. In echt ist das Feeling natürlich noch ein bisschen schöner, sag ich mal. Dazu gibt es auch sogar tatsächlich noch ein weiteres Video von mir, wo eben hier im Bahnhof Adersberg-Rothsee und auch in Kinding die schnellen Durchfahrten gefilmt wurden. Unter anderem noch mit den schönen alten München-Nürnberg-Expresswagen und der 101er, welche ja mittlerweile von der Baureihe 102 und den dazugehörigen Doppelstockwagen abgelöst worden sind. Da hat sich Skoda quasi die Fahrzeuge oder hat die Ausschreibung für die Fahrzeuge gewonnen. Und ja, in Rothsee oder ab dem Rothsee beginnt auch der sogenannte Reichswald, welcher ja auch Ausgangspunkt oder die Betriebsstelle Abzweig Reichswald Ausgangspunkt der Schnellfahrstrecke ist, worauf ich eben auch nochmal eingehen wollte, weil wenn man jetzt das Wort Reichswald hört, dann assoziiert man das doch irgendwo immer sehr gerne mit dem Dritten Reich, hat damit aber de facto eigentlich gar nichts zu tun. Der Name Reichswald rührt eher daher, weil es sich dabei eben um das Reichsgut, das sogenannte Krongut, wie man es auch bezeichnen kann, handelt. Und es bezieht sich eben auf das Reich, was noch vor dem Dritten Reich der Fall war, auch vor dem Zweiten Reich, also vor dem Kaiserreich noch, nämlich bezieht sich auf das Reich römischer Nation, das Heilige Deutsche Reich römischer Nation, um es genau zu machen. Und das war quasi der erste künstliche Wald, den man in ganz Europa angelegt hat. Der erste Reichswald sozusagen europaweit. Deswegen eben auch dieser Wald diesen Namen hat. Und das war eben wirklich zu Zeiten des Mittelalters, wo man quasi diesen Wald als Krongut quasi, wie soll ich sagen, also unter Besitz der Krone gestellt hat und er zählt sogar damit zu den größten Waldflächen in ganz Deutschland. Hat eine Fläche von 25.000 Hektar. Erstreckt sich eben entlang der Stadt Nürnberg, sogar hier südlich bis zum Rothsee. Ja, war natürlich auch damals für die Herrschaften, für die Oberhäupter und ihre Familien einfach der Wald, wenn es ums Jagen ging, um Freizeitbeschäftigung etc. Einfach nur, dass man das vielleicht mal so ein bisschen einordnen kann. Also es hat wirklich nichts mit dem Dritten Reich in dem Sinne zu tun, sondern der Name rührt woanders her. Jetzt hier auch der Abzweig Reichswald, der eben den Namensursprung im entsprechenden Wald gefunden hat. So, wir haben einen D oben drin stehen. Wahrscheinlich für Dutzendteich. Oder kann natürlich auch sein für Dürrhof. Denn die Betriebsstelle haben wir jetzt als nächstes vor der Nase. Danach kommt dann Nürnberg-Gleishammer. Danach kommt erst Dutzendteich. Und dann kam das Frankenstadion. Oder wobei, war nicht das Frankenstadion noch vor Dutzendteich? Wir gucken gleich mal. Nee, wobei das. Jetzt habe ich es durcheinander gebracht. Erst kommt Fischbach, genau. Erst kommt Fischbach hier. Hatten wir jetzt gerade. Ich gehe jetzt nicht raus. Hier kommt gleich das LZB-Ende. Ich wollte gerade wieder die Taste 2 bzw. die Taste 8 drücken, um den Führerstand zu verlassen. Aber nochmal nicht, nein. Genau, erst war das Fischbach,
Dann kommt das Frankenstadion. Und danach Dutzendteich. Oder war das schon Dutzendteich danach? Ja, Dutzendteich und dann Gleishammer. So, ich weiß ja, der Zug bremst etwas schlechter, deswegen bremse ich hier bitte manuell schon mal rein. Im oberen Geschwindigkeitsbereich macht er das auch. Also die Bremswirkung, die wir gerade erzielt haben, die würden wir schon weitaus vor der Vollbrems- und Schnellbremsstellung erzielen. So, normalerweise einmal freidrücken reicht. 130 Ankündigungen. So, jetzt hier das Frankenstadion, genau. Mit dem Außenbahnsteig auch. Vier Kilometer haben wir noch. Genau, das hier müsste jetzt Dutzendteich sein. Und da kommt dann natürlich auch die Langsamfahrstelle wieder. So, wir gehen hier wirklich ordentlich rein, dass wir wirklich bei den 100 dann auch am Ende rauskommen. Mich würde es mal noch interessieren, ob hier auch der Geschwindigkeitsprüfabschnitt verbaut ist, der dann auf die 115 abprüft. Ja, könnte hier sein. Gut, wird wahrscheinlich eher der 500er sein fürs Hauptsignal. So, da kommt dann schon die Ankündigung, Langsamfahrt erwarten. VR2. Inklusive der 60, sehr schön. Und 100. So, für uns ganz wichtig, wir müssen jetzt unter 85 bremsen. Haben wir schon längst unterschritten. Sehr gut. Und die 60 haben wir auch auf dem Tacho jetzt schon stehen. Perfekt. Genau, hier sehen wir es zum Beispiel. Auch hier stehen halt noch keine Namen der Betriebsstellen an den Bahnhofstafeln dran. Hängt, wie gesagt, alles mit den mit der Vorabversion zusammen. So, dann hier nochmal langsam warten. Ich sehe auch gerade, da drüben gibt es noch einen 143er. Also an Fahrzeugvielfalt sollte es ja dann eigentlich nicht mangeln. Auch wenn man eben die 143er dann ja nicht auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke einsetzen wird. Wieder ganz typisch eben das ja relativ gräulich gehaltene Bahnhofsgebäude von Nürnberg. Wenn wir es zeitlich schaffen, bevor das Szenario endet, gucken wir auch da gerne nochmal hin. Dass einfach nochmal da die schöne Bahnhofskulisse sehen. Wie spät haben wir es denn? 24, na, da sind wir ja weit vor 17:30 da. So, Nürnberg Hauptbahnhof. Der 500er sollte aktiv sein. Kann er auch gerne sein. Unter 45 sind wir schon. Na, okay. Irgendwie nicht. Noch nicht wirksam. Vielleicht kommt er erst hier vorne. Kann natürlich auch sein. Wobei, nein. Was rede ich hier von einem 500er? Wir hatten gerade eben Langsamfahrt erwarten. Demnach ist das Signal frei. Also frei 40 oder frei 60. Je nachdem, wie man uns hier ausfahren lässt. Ich bin jetzt einfach nur davon ausgegangen, weil die Strecke hier zu Ende ist, dass wir auch wirklich HP0 bekommen. Aber das ist nicht der Fall. Auch hier
direkt wieder nebenan das Hotel. So, hinten. Ui, da war die letzte Tür. Da müssen wir noch mal ganz kurz vorziehen. So, das reicht. Also wäre jetzt hier kein Problem. Wir können natürlich auch die Fahrgäste schon auf der Rampe rauslassen. Aber da ist der Abstand doch etwas größer. Und das muss nicht sein. So, Ausstieg in Nürnberg und wie versprochen, fliegen wir ganz kurz mit der Kamera zum Bahnhofsgebäude, zum Bahnhofsvorplatz. Das ganze markante Gebäude hat man hier natürlich auch mit nachgebildet. Und das finde ich eben auch schön, dass man die Sachen, die markant sind, in den Strecken mit verbaut, so dass man das wiedererkennen kann. Gerade auch die Gebäude, die eben im näheren Umfeld sind und ja, die doch irgendwo schon für einen gewissen Wiedererkennungswert sorgen. Und dass man eben den Teil, der wirklich unrelevant ist, dass man den, oder der sich auf normale Stadtgebäude bezieht, dass man den eben einfach ganz normal nachbildet. Also durch Copy and Paste Häuser. Habe ich jetzt kein Problem persönlich damit. Genau, Nürnberg, ein sehr, sehr großer Bahnhof. Die Fernverkehrszüge in der Regel hier vorne in dem Bereich, so bis zu den Bahnsteigen 7, 8. Da hinten dann die Regionalzüge. Und ja, das war's schon für heute. Wie gesagt, die Strecke gibt's bei RSLO. Liken, teilen, abonnieren nicht vergessen. Und in dem Sinne, allseits gute Fahrt.